Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und in diesem Video mache ich was ganz Neues. Und zwar mache ich eine Reaction auf eine Dokumentation über mich, die vor 15 Jahren gedreht wurde und vor 14 Jahren damals im Schweizer Fernsehen lief. Und ich will heute mit dir zusammen die Dokumentation schauen und ich werde die Dokumentation immer mal wieder unterbrechen und dir ein paar Hintergrundinformationen geben, wie ich das Ganze so erlebt habe, was da passiert ist, wo das genau war. Ja, einfach so ein paar spannende Hintergrundberichte. Und was für mich mega spannend wäre, wenn dir das gefällt, dann schreib mir das unbedingt unten in die Kommentare, weil dann könnte ich vielleicht mal öfters eine Reaction machen. Normalerweise macht man ja auch Reactions, zum Beispiel würde ich jetzt reagieren auf Videos von anderen, von Kollegen oder sonst irgendwelche Videos. Ich habe jetzt aber auf eine eigene Dokumentation von mir reagiert und deswegen bin ich mega gespannt. Hat dir das Spaß gemacht? War das für dich spannend? Schreib mir das unbedingt unten in die Kommentare. Und wenn du ein Video denkst oder kennst und denkst, hey, da wäre mal cool, wenn Pascal mal seinen Senf dazugeben würde, dann kannst du mir gerne das Video unten auch in die Kommentare posten. Und je nachdem, wenn es mir gefällt oder wenn ich spannend finde, mache ich da dann eine Reaction drauf. So, ich wünsche dir viel Spaß mit dem neuen Format. Diese Geschichte beginnt mit einer uralten Frage. Was erwartet uns nach dem Tod? Grabesstille? Ist der Rest Schweigen? Oder sind die Toten weiter unter uns? Wären sie. Hier, das, was man jetzt hier gerade sieht, ich werde immer mal wieder Pausen machen und eben ein paar Sachen dazu sagen. Das ist die Sissacher Flur in Sissach, weil ich bin ja in Sissach aufgewachsen, Basel-Land. Und ja, zu der Zeit habe ich auch noch in Sissach gelebt. Wären Sie gar mitteilsam, aber Ihnen fehlen die Ansprechpartner unter den Lebenden? Jetzt ist sie gerade weg. Pascal Fognuber sagt, er sehe Verstorbene und könne mit ihnen. Genau, das ist Luna, mein Border Collie. So, reden, die lebt dass er mehr inzwischen war Zeit als andere nicht mehr. Ist sein Beruf. Ich habe es ganz selten, also dass wenn ich jetzt irgendwie im Coop an der Kasse. Ja, und hier sieht man, dass die Dokumentation schon ziemlich alt ist. Ja. Wie gesagt, vor 15 Jahren gedreht. Ja, da sehe ich noch um einiges jünger aus. Die Frisur, sehr ähnlich. Nur war ich da bei der Doku schon länger nicht mehr beim Friseur, so wie es aussieht. Es ist das Spannende, kann ich mich daran erinnern. Oder ich habe vorher ganz kurz mal so quer kurz über die Doku geschaut. Die Haare, die verändern sich die ganze Zeit. Wasserstand und jetzt irgendwie, weiß nicht, die verstorbene Mutter vom Kunden vorne dran zu mir kommt. Also habe ich auch schon gehabt, ist aber wirklich selten. Und ich sage denen auch, ich kann jetzt nicht mit dem Kopen Botschaft weitergehen. Also ich sag. Also vielleicht für die, die nicht Schweizerdeutsch verstehen, so um was geht es hier gerade. Was man nicht mitbekommt, der Reporter, das war ein junger Kerl, ich weiß leider nicht mehr, wie der geheißen hat. Der war so in meinem Alter damals, also auch so um die 28 rum. Ich war damals am 28, 29. Oder ich müsste so 28 gewesen sein. Das müsste man rechnen können. Na, ist ja nicht ganz so wichtig, aber der war auch so um das rum und der hat ständig Fragen gestellt. Also der hat mich ständig Fragen gestellt, die hört man natürlich nicht und ich habe darauf geantwortet und hier ging es darum, hatte mich irgendwie gefragt, ja, wenn du einkaufen gehst, also bei Migros, Coop, Edeka, Hofer, na, und wenn du dann Verstorbenen siehst, gibst du dann die Botschaften weiter. Und natürlich ist es nicht so, dass beim Einkaufen jetzt da die Verstorbenen rumlaufen und ich probiere halt auf die Frage nett und freundlich Antwort zu geben. Also ich sage das denen Verstorbenen, oder? Und das akzeptieren sie meistens auch. Aber wieso im Supermarkt rumstehen, wenn man auf einer Wolke sitzen könnte?
es interessiert es halt weiterhin noch, wie geht es meinem Enkel oder wie geht es meinem Sohn oder wie geht es meiner Tochter. Also eigentlich noch, wenn eine Mutter, die auf der Erde eine Mutter war, stirbt in die Geistwelt, ist sie nachher gleich noch Mutter. Also wir haben immer das Gefühl, wenn man stirbt, dann ist man irgendwie ein Engel oder weiss ich was. Und, aber die Persönlichkeit von dieser Person, die bleibt. Also hier probiere ich einfach auch zu erklären, dass die Persönlichkeit von einem Verstorbenen bleibt und dass das Interesse natürlich, wenn zum Beispiel eine Mutter gestorben ist oder jemand Mutter war oder Vater war und der stirbt, dass der natürlich dann auch in der geistigen Welt immer noch als Mutter empfindet und deswegen auch natürlich die noch lebenden Kinder besuchen und so. Also das Interesse bleibt weiter bestehen. Der Dialog mit Verstorbenen ist ein Handwerk, das gelernt sein will. Zum Beispiel in der Berner Effingerstraße. Hier drückte Fockenhuber nach einer Schauspielausbildung 5 Jahre lang die Schulbank. Eine Frau hier, sie ist etwa so groß. Also hier sieht man jetzt, so ich war ja 5 Jahre, wie es auch in der Doku erzählt wird oder wie man es jetzt noch sieht, war ich beim Kaleidoskop. Das Kaleidoskop ist eine mediale Schule für Sensitivität, Medialität und Heilen. Die gibt es in der Art heute nicht mehr wie damals. Damals war Andi Schwab und Sabine Wolters. Hier sieht man auch die Sabine Wolters. Das war damals eine meiner Lehrerinnen. Also es gab das Kaleidoskop, das wurde von Andi und von Sabine damals zusammengeführt. Und da gab es auch immer wieder Gastdozenten von Stansted, also von England. Ja, und hier haben wir für die Doku, da war ich gar nicht mehr in der Ausbildung, aber für die Doku ist man dann hierher zurückgegangen, weil ich doch hier 5 Jahre war. Ich habe hier meine Diplome gemacht, bin dann schon während der Ausbildung hier immer wieder nach England gegangen, war dann noch im Arthur Findlay College. Und, aber hier waren so meine ersten Steps und Schritte. Und ich sage auch so, dass das Wichtigste damals habe ich ja bestimmt auch von Andi und von Sabine kennengelernt und so. Und hier, das ist eine nachgestellte Szene. Gross, das ist eine ältere Frau und sie zeigt mir, dass eine Grossmutter vor. Die 4 Damen hier, die waren alle mit mir in der Klasse. Es waren damals aber auch noch ein paar mehr. Wir waren immer so zwischen 8 bis 15 Menschen. Es waren auch nicht so diese Riesenklassen, die man heute kennt. Und hier sieht man mich bei einer Jenseitsdemonstration, so wie ich es damals gelernt habe, in einem sehr kleinen, bescheidenen Rahmen. Davor jemandem ist. Ich habe das Gefühl, es ist Grossmutter, Vatersseite. Sie hat schulterlange Haare und schon relativ helle Haare. Also hier beschreibe ich einfach eine verstorbene Person, die ich wahrnehmen kann und schaue dann, ob die zu jemandem gehört. Nicht lange Haare und verbunden. Wer kann das noch verstehen? Okay. Sie sehen richtig, hier werden keine Vokabeln gepaukt. Hier üben die Schüler vor der Klasse den Austausch mit Toten. Das Wohnzimmer war nicht erhöht, ob schon noch ein Stege aufgegangen ist. Und ich habe das Gefühl, die Stege hat man gehört, das war ein Holzstege. Oder man hat irgendwie Tritt gehört. Macht das Sinn für dich? Frage mal nachher, wie lang das Ganze gegangen ist. Ist es etwas sehr Langes oder etwas Kurzes? Frag's. Also wie hier auch wieder aufhören, man sieht es jetzt gerade. Kannst du kommentieren. Bin ich gerade aus dem Bild. Man sieht auch hier wieder die Frisur, da hatte ich noch viel längere Haare. Das ist auch das Spannende bei der Dokumentation. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Monate gedreht. Ich weiß es leider alles nicht mehr, es ist schon so lange her. Aber diese Bilder sind vorher entstanden und die ersten Bilder, die du gesehen hast, die sind viel später entstanden. Also man sieht es immer an der Länge. Ich hatte von lang zu kurz gingen die Haare, ja, so. Und das ist Sabine so und ja. Die Lehrerin lockt sich in den gleichen wundersamen Kanal ein und überprüft die Arbeit der Schüler.
Was sie mir auch noch zeigt, sie zeigt mir einen kleinen Bub in der geistigen Welt. Macht das Sinn von euch? Hat jemand von euch in der Familie mal ein Kind verloren? Ich habe das Gefühl, es ist kein Kind, das geboren worden ist, was sie mir zeigt. Weil sie zeigt mir wirklich aus Baby und zeigt mir auf dem Arm, wo er sagt, es ist bei mir oder ich passe auf das auf. Also ich habe das Gefühl, dass das wie immer noch etwas ist, wo dir manchmal nachgeht. Kannst du das verstehen? Also da beschreibe ich einfach noch ein Baby aus der geistigen Welt für die, die jetzt nicht Schweizerdeutsch verstehen. Aber es geht hier in der Doku jetzt auch nicht wirklich um die Kontakte. Das ist auch ziemlich zusammengeschnitten, das Ganze. Das will ich verstehen. Ja, okay. Sehr gut. Danke. Merci. Hast du noch eine Frage? Nein. Aber ich habe noch eine Frage. Was haben wir jetzt da genau gesehen? Was ist da passiert? Ist im Grunde eben so dem. Was mir da auch auffällt, da war ich noch gar nicht so Fernsehen gewohnt und so Interviews. Also auch wenn der Reporter dann eine Frage stellt, ja, aber ich habe hier noch eine Frage und ich muss jetzt das erklären. Ist mir das auch immer noch so peinlich. Ja, man sieht das auch so in diesem Lachen. So ist es eigentlich auch so das Peinliche, dass ich da ein bisschen überspielen will. Weil das war ganz am Anfang, wo ich so langsam angefangen habe, an die Öffentlichkeit zu gehen und im Hinterkopf immer hatte, boah, ey, das ist Schweizer Fernsehen, ne? Das schaut fast jeder in der Schweiz. So vor allem noch vor 15 Jahren, da gab es Netflix und das Ganze noch gar nicht so. Also da haben die Leute wirklich noch Fernsehen geschaut und Report, also diese Sendung, die hatte enorme Einschaltquoten. Ich habe gewusst, nachher weiß jeder, dass du Verstorbene siehst, ja? Oder fast jeder. Und es ist natürlich auch ein Risiko, weil du musst nachher auf die Straße, dass die Leute nicht denken, jetzt der Typ ist total bescheuert. So. Und diesen Stress merkt man auch immer wieder. Also, oder ich kann mich dann wieder daran erinnern, wenn ich das anschaue, wo ich mir doch oft überlegt habe, ey, ist das gut? Ja? Demonstrieren nennt man das. Man tut quasi jemanden aus der geistigen Welt so genau beschreiben, bis irgendjemand, also nur eine Person im Publikum, kann verstehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt Sachen, die ich... Die erkläre ich halt einfach eine Jenseitsdemonstration, dass man einen Verstorbenen so genau beschreibt, dass ihn nur eine Person aus dem Publikum verstehen kann. Und ist auch hier spannend, weil so habe ich das wirklich damals gelernt mit so, ja, es waren vielleicht 5 Leute, mal 10 Leute, mal 20 Leute. Ja, und sehr schnell, ich weiß noch, meine erste Demo, die ich dann hatte, als mein erstes Buch erschienen ist, also meine erste öffentliche Demo, damals vom Giga Verlag organisiert, da waren dann schon 100 Leute, ja. Und es waren dann ganz andere Dimensionen und so. Und so die letzten Jahre waren immer 800 bis 1500 Leuten an so Demonstrationen. Also es ist schon spannend, aber so habe ich angefangen. Ja. Ich sehe, also wo mir gezeigt werden und Sachen, wo man fühlt, oder eben das, was ich jetzt eben am Üben bin, dass man Sachen gehört, also dass man eben zum Beispiel einen Namen gehört oder ein Datum gehört, und sonst wird sehr viel über das Gefühl, also eben zum Beispiel eine Todesursache kann man... Ja, und hier erkläre ich halt einfach die verschiedenen Hellsinne, dass man es hellfühlend, hellhörend, hellsehend wahrnehmen kann. Körper spüren. Oder im Körper was spüren. Bilder, dass einem eine Wohnung gezeigt wird oder eben gezeigt wird, wie die Person ausgesehen hat. Nach dem Unterricht will ich von der Schulleitung wissen, wie der mittlerweile 28-jährige Eleve denn geraten sei. Ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Das ist Andi Schwab. Die waren damals, Sabine und Andi, die waren damals verheiratet und ein Ehepaar. In der Zwischenzeit sind sie, oder schon länger sind sie getrennt. Und Andi kennen vielleicht auch ein paar. Sabine ist eher, also arbeitet auch immer noch als Medium, bildet auch Schüler aus. Andi auch. Andi aber immer mehr an der Öffentlichkeit, kennt vielleicht auch ein paar Bücher geschrieben, auch so, standen auch später mal noch zusammen auf der Bühne oder haben ein, zwei Events gemacht. So, ja. Man fasst, dass wir einen Rohdiamant gekriegt haben. Und jetzt ist es ein Diamant, wo viele Facetten schon geschliffen sind und viele Facetten grob erkennbar sind. Und viele Facetten sich erst in den nächsten Jahren werden zeigen. Aber ein Diamant, wo man schon den klaren Wert sehen kann, der schon leuchten und schon strahlen kann.
Welche Facette sieht man denn nicht schon gut? Welche strahlt schon? Machst du? Ich glaube, die Leute, die zu ihm kommen, sind einfach gut bei ihm aufgehoben. Schübelbach im Kanton. Ja, es war halt einfach ein kurzes Feedback, wie sie das gesehen haben. Ja, und jetzt wechselt es zur Geschichte von den Silternas. Und ja, ich lasse einfach mal laufen. Und Schwyz. Hier lebte Miriam Zilterner, bis ihr Weg nach nur 25 Jahren endete. Genau. Das Miriam, wo mit 25 Jahren ist sie gestorben. Und die Silterners, das Ehepaar, was man nachher dann sieht, das war bevor wir diese Doku gedreht haben, waren die schon zweimal bei mir in einer 1:1 Beratung. Und das hat mir erstens mal war es eine sehr emotionale Sitzung so. Und Herr Silterner, der hat am Anfang so gar nicht so viel mit dem Ganzen, was ich da mache, anfangen können. Also es war so ein gestandener Mann. Und es war dann spannend, wie sich einfach auch seine Sicht vom Ganzen verändert hat, durch die ersten zwei Sitzungen. Und dann habe ich sie angefragt, ob sie an der Doku mitmachen würden. Und das war dann schon, hier sieht man schon die Veränderung, weil er da schon offen dafür ist, weil er einfach schon Erlebnisse gehabt hat. So, es war ganz schön, mit den Silternas auch diese Dreharbeiten zu machen. Und wir haben uns auch nach der Doku immer mal wieder noch an einem Event und so gesehen. Seither ist es ruhig geworden im Haus, sagt Miriams Mutter. Das ist Miriam in ihrem Zimmer. Ein Jahr ist vergangen und Miriam ist irgendwie immer noch da. Das wären alles Sachen, die sie parat hat. Zum Lehren anfangen. Hat es dann aber nicht mehr gebraucht. Das steht jetzt hier und vielleicht braucht es dann irgendwann mal jemand. Jetzt bleibt es einfach mal da. Miriams Leben war geprägt durch Krankheiten. Ein Gendefekt führte zu massivem Übergewicht. Später war sie für Monate ganz körperlich gelähmt, hatte eine Lungenentzündung. Eigentlich sind wir nicht immer so positiv, und ich auch nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, wie durch den Kopf fliegen muss, ist das. Aber irgendwie hat sie uns immer vorwärts gezogen. Wenn man wieder bei ihr war, hat man einfach Kraft wieder gehabt, hat sie ihr das Leben wieder gemacht. Schafft es immer noch nicht, mir an mir das Handy abzustellen. Also die Mutter erzählt hier, dass eigentlich eben die Tochter sie immer weiter, also ja, ihr die Kraft gegeben hat, weiterzumachen. Miriam war sehr krank am Schluss und dass eigentlich aber sie immer wieder, wenn sie bei der Tochter war und sie unterstützt hat, so die Kraft bekommen hat. Also die Tochter hat noch bei ihnen gelebt. Und dass sie bis heute, also natürlich bis damals, aber sie war schon, Miriam war da schon ein paar Jahre in der geistigen Welt, haben sie es nicht geschafft, das Handy zum Beispiel abzuschalten oder auch das Zimmer aufzuräumen. So, das ist alles geblieben. Ich weiß auch nicht, ich weiß, dass sie mir keine SMS schreibt. Also, und als sie die Lungenentzündung hat, hat sie nicht reden. Also das einzige Mittel war das Handy mit SMS. Und mit der Zeit konnte ich es dann eben auch können. Und hier erzählt sie für alle, die nicht Schweizerdeutsch verstehen, dass eben Miriam hat ja eine starke Lungenentzündung gehabt, konnte dann auch nicht mehr sprechen und konnte dann eigentlich nur noch per SMS mit der Familie kommunizieren. Und es war einfach unser Draht zueinander, ist das Handy. Ich habe gewusst, es war so der Draht, das Handy. Und wir mit ihr, sonst mit nichts. Und ich bin es einfach, ganz ehrlich gesagt, noch nicht fertig, das abzustellen. Das ist ihr Badzimmer, ihr Heiligtum, das hat sie auch gerne. Das ist ein ganz kleines. Aber du das. Und hier erzählt sie halt einfach, dass hier das Badzimmer ist und dass es Miriams Heiligtum ist. Sie in den letzten 6 Jahren körperlich immer Mühe gehabt hat, hat sie viel Zeit gebraucht zum Duschen. Wir haben ja zum Teil die Beine einpacken mit Küchensäcken zum Duschen. Mutter Lisbeth, Vater Albin und die jüngere Schwester Simona organisierten ihr Leben um ein Zentrum herum. Miriam. Man hat uns das weggenommen, weil es immer vorwärts gezogen hat, für das, was wir eigentlich gelebt haben. Und wie er gesagt hat, eben durch den Tod wurde ihnen eigentlich das weggenommen, was sie immer
was ihnen die Kraft gegeben hat und was sie im Leben immer weitergezogen hat. So. Und gerne geglaubt haben, ich habe jetzt wirklich etwas verpasst in meinem Leben. Oder ich hätte es noch etwas anderes machen können. Für sie hat man das gemacht und sie hat einem so viel zurückgegeben. So viel Freude. Aber ich sage, ich habe letztes Mal gesagt, wir gehen laufen am Abend. Es fehlt einfach die Vorfreude, sich auf etwas freut. Es ist jetzt weg. Oder? Vorher hat man immer auf etwas sich gefreut. Man hat ein Ziel gehabt. Albin Ziltener baut Stellwerke für die SBB. Lisbeth ist Kindergärtnerin. Die Familie stand mit den Füßen fest auf dem Boden, trotz allem, bis Miriam überraschend ins Koma fiel. Die vielen Wunden, offener Bauch, es ist so viel kaputt gewesen. Und sie haben uns ja ganz klar gesagt, es gebe kein weiter. Und ich denke, wir haben das Dritte miteinander entschieden, Simona. Der Albin und ich, dass wir die Maschinen abstellen und dass wir sie gehen. Und ich denke mir, damals ist man so immer in Druck. Ja, hier erzählt sie halt eben einfach, dass irgendwann die Familie die Entscheidung treffen musste, die Maschinen abzustellen, weil einfach dem Körper ging es immer schlechter und dass es einfach dann auch die richtige Entscheidung war, die Maschinen abzustellen, weil am Ende wurde sie nur noch von Maschinen eigentlich am Leben erhalten. Ist ja auch immer so, bei Koma jetzt aus Mediumsicht, ja, wenn ein Körper nur noch am Leben erhalten wird durch die Maschinen, ja, dann ist eigentlich die Seele hat sich meistens schon abgelöst. Also dann ist die Seele eigentlich schon in der geistigen Welt und schon auch befreit. Es ist nur noch der Körper, der da ist. Also eigentlich als Medium spricht man dann schon eigentlich davon, dass der Mensch tot ist, weil die Seele nicht mehr mit dem Körper verbunden ist. Anders ist es, wenn jemand im Koma ist und nicht von den Maschinen wirklich am Leben erhalten wird. Ja, das heißt nicht, wenn mal jemand kurzzeitig beatmet wird und kurzzeitig unterstützt wird, aber wenn das über einen langen Zeitraum oder wenn eigentlich ein Leben ohne Maschinen gar nicht mehr möglich wäre, dann ist eigentlich die Seele, hat sich da schon rausgelöst. Ja, gesehen, es muss sein. Und darum hat man es gemacht. Und ich denke, sie hat es verdient. Fair, also so kann ich sterben. Wir hätten da wollen Abschied nehmen von unserer Tochter. Wir haben das nicht mehr können, was im Spital war. Und vor allem hat sie uns interessiert und auch wehtun, wie hat sie es auf der anderen Seite eigentlich. Hat sie es dann nur schlechter, wie sie es auf der Welt schon gehabt hat? Das hat uns eigentlich schon beschäftigt. Also hier erzählt Albi eben, dass sie sich eigentlich noch von der Tochter verabschieden wollten, aber das war dann nicht mehr möglich, weil sie zu schnell starb und dass ihnen dann einfach auch die Fragen beschäftigt haben, ob sie es jetzt im Jenseits oder in der geistigen Welt noch schlechter hat wie hier auf der Erde oder wie es ihr so geht. Im Moment ist schwer, darum man kratscht, ja. Und dass ihm das sehr belastet hat. Mir fehlt sie einfach viel, dass ich sie heben kann und dass sie einfach rum ist. Man hat einfach manchmal das Gefühl, ein Mensch, der mal da war, kann doch nicht einfach weg sein. Hier sagt sie auch so, und das ist eigentlich so das, was wir ja auch am meisten vermissen, eigentlich, wenn jemand stirbt, dass sie eigentlich am meisten einfach fehlt, jemanden mal zum Umarmen und zu berühren. Und das ist manchmal einfach so schwer nachvollziehbar ist, dass wenn jemand mal da war, dass der einfach dann plötzlich weg ist. Und ich gerade Eltern, die ihre Kinder verloren haben, da ist das eine völlig normale Reaktion, oder? So, ich glaube, es ist auch immer am schwierigsten, das Ganze zu akzeptieren, den Tod zu akzeptieren, wenn ein Kind stirbt. So, da gibt es eigentlich nichts, was wirklich das Herz einer Mutter oder eines Vaters trösten kann. Und es wäre schön, wenn man es jetzt auch könnte. Weil alles, was sie hatte, ist noch aus einnehmen. Das Wichtigste ist eigentlich nicht mehr da, der Rest könnte ich verzichten. Bei der Fernseher hat sie manchmal gesagt, Mami, das geht so schnell. Sie hat gesagt, hey Miriam, das ist es so, es sind 24 Tage und dann. Und als ich nach der Weihnachten den Christbaum abgerüstet habe, ist sie in der Küche raus und rief, warum räumst du jetzt den schon ab? Ich sagte, hey, es ist Mitte Januar. Dann habe ich so gesagt, wir haben ja den nächsten Christbaum schon ausgesucht. Du weißt ja schon, welcher das ist. Also die nächste Weihnacht kommt wieder. Und dann hat sie so gesagt, ja, wenn ich dann die noch erlebe.
Ja, hier erzählt sie halt so, dass eben wegen Weihnachten und dass Miriam so gesagt hat, boah, die Adventszeit geht so schnell vorbei und warum packst du jetzt den Weihnachtsbaum schon weg? Und dann hat sie gemeint, hey, die nächste Weihnachten, wir haben jetzt schon Mitte Januar, die nächste Weihnachten kommen wieder. So, weil was diese Aufnahmen wurden später gemacht. Ich habe vorher eine Sitzung gegeben und da ging es um Weihnachten. Deswegen haben sie dann, als sie mit Zilton das alleine gedreht haben, hat dann das Filmteam eben auch Bezug oder Fragen gestellt auf Weihnachten. So. Ich finde, das kommt bei der Doku gar nie so klar rüber. Oder vielleicht sehe ich das jetzt so, aber das ist eigentlich der Grund, warum hier eben Weihnachten so im Mittelpunkt gestellt wird. Weil da eben auch Miriam gesagt hat, naja, wenn ich Weihnachten noch erlebe. Ja. Einfach mal, ich habe das Gefühl, sie müssen, wenn ich jetzt das mache oder wenn ich jetzt das noch mache oder wenn wir dann das tun, dann kommt sie wieder. An das müssen wir uns einfach gewöhnen, es ist nicht so. Miriam ist gestorben, aber anscheinend nicht verstummt. Sie sendet durch Pascal Fockenhuber Nachrichten, sind Zilterners überzeugt. Doch dazu später mehr. Ist die Vorstellung, dass sich die Toten durch Leute wie Fockenhuber mitteilen sollen, bizarr oder tröstlich? Ich frage mich, ob ich selber durch ein Medium mit einem Verstorbenen reden wollte. Vielleicht gäbe es ja einiges zu besprechen. Sage ich dann am Schluss noch was, weil er so sagt, naja, ich frage mich, ob eben er so quasi Jenseitskontakt machen würde. Zudem werde ich am Schluss noch sagen, wie es überhaupt zu der Doku gekommen ist. Und das ist auch das, was mich dann am Ende ein bisschen auch genervt hat. Und ich nehme es schon mal vorweg. Auch wenn es mich am Ende, sagt er dann nochmal so einen schönen Satz, weiß nicht mehr so genau, wie der ist. Aber er war vorher bei mir in der Sitzung, seine Mutter, seine Schwester, ja, also die halbe Familie war vorher bei mir in der Beratung und in der Sitzung und die haben mich getestet und gerade der Schwester hat meinen Kontakt, kann ich mich noch sehr gut erinnern, sehr geholfen. Und was mich dann schon geärgert hat, und er war auch sehr beeindruckt, so, sonst hätten die diese Dokumentation gar nicht gemacht. Und was mich dann ein bisschen geärgert hat, dass man eigentlich die ganze Doku rüber probiert hat, das Ganze so, naja, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ja. Und auch hier so mit dieser Pub-Szene, hier ist bei uns im Dorf, da treffe ich jetzt auch so ein paar Freunde, da haben wir auch gesagt, ja, wir wollen einen Pub und so. Klar, ich bin ein junger Mensch, ich war auch noch im Pub, aber es war immer so ein bisschen auch probiert, von den Bildern her mal zu schauen, naja, wie glaubwürdig ist er, ja. Aber schauen wir es uns an. Wie glaubwürdig ist der Fockenhubersche Kanal ins Jenseits überhaupt? Ich begleite ihn am Samstagabend ins Sissacher Pub Joker und frage Leute, die ihn kennen, zum Beispiel seine Ex-Freundin Sibyl. Mit seit Nacht plötzlich die Nahtelhände verleuchten. Der Akku war nicht unten gewesen und es ist nichts gesehen oder Seidenpapier sind rumgeflogen. Das ist ganz so, Sibyl und sie ist eigentlich 10 Jahre, also 10 Jahre vor diese Doku gedreht wurde. Also es war so meine Jugendfreundin, als ich 19 war. Ich war mit ihr zusammen zu einer ganz intensiven Zeit. Also gerade wo so als Kind habe ich schon Dinge wahrgenommen, aber gerade so mit 17, 18, 19 habe ich angefangen, meine ersten Kurse zu machen, das wirklich so krass zu entdecken, auch mit Menschen darüber zu reden. Und so deswegen habe ich sie dann auch gefragt, ob sie in der Doku mitmacht, weil sie eigentlich damals so der Mensch war neben Pablo. Den sehen wir nachher auch noch, der mir eigentlich von Anfang an sehr nah war, als ich die ganzen Fähigkeiten entdeckt habe. Und so, ja, einfach so Sachen nonstop eigentlich und an die Heizung klopfen die ganze Zeit. Ich weiss noch einmal, als ich glaube, eins von den ersten Mal Bären übernachtet habe, bin ich die Nacht mal aufgewacht, weil ich das Gefühl hatte, ja, jemand ist ins Zimmer reingelaufen. Dann habe ich am Morgen zu ihr gesagt, hey, laufen deine Eltern immer einfach, Also hier erzähle ich halt einfach eine Geschichte, dass
wo ich das erste Mal bei ihr übernachtet habe, habe ich so das Gefühl gehabt, da ist jemand ins Zimmer reingekommen und ich habe sie dann in der Früh gefragt, ob ihre Eltern immer ins Zimmer irgendwie nicht so cool gefunden. Durchlaufen, wenn jetzt dein Freund da schläft. Und dann hat sie gesagt, nein, sicher nicht. Dann haben wir morgen die Eltern gefragt und sie so, nein, wir sind ins Zimmer rein. Und dann, glaube ich, die Nacht darauf ist es wieder passiert. Und das immer wieder. Und dann habe ich irgendwann mal dann geschaut zur Nacht. Und dann haben wir dann herausgefunden, dass ihre Verstorbene gerade. Ja, und das hat sich dann immer wiederholt, eigentlich, wenn ich dort geschlafen habe, dass so wie die Tür aufgegangen ist und dass ich jemand wahrgenommen habe. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, dass ich die verstorbene Großmutter wahrgenommen habe. So, und die Mutter ist, die zur Nacht reingekommen ist. Ja. Und das ist Pablo. Das ist mein bester Freund, auch heute noch. Also wir kennen uns, seit er 7 Jahre alt ist und ich 8 Jahre. Also eigentlich unser halbes offenbar Leben. Und das war damals Pablos Freundin. Ganz normal. Da hat man zum Beispiel mal ganz überraschend meine Autoschlüssel vom Geschäft quasi durch einen Verstorbenen können sagen, wo er dann ist. Ah ja, wie ist das gegangen? Also ich bin morgen, wenn ich eigentlich arbeiten wollte. Ja, das ist so seine Lieblingsgeschichte am Anfang gewesen, das ist so typisch Pablo. Er hat mal, wie öfters mal, seine Autoschlüssel verlegt und ist dann in eine neue Wohnung gezogen und hat mich dann so angerufen und meinte, oh, ey, du hilfst doch manchmal auch so verlorene Gegenstände und so. Und das habe ich früher auch wirklich manchmal gemacht, so für Freunde oder Bekannte oder irgendwie so. Und da habe ich ihm halt gesagt, wo der Autoschlüssel ist und das hat ihn dann mega beeindruckt. Dann habe ich am Morgen den Schlüssel gefunden und habe dann durch das mit meinem Chef irgendwie halb schon zusammengeschissen hat, weil ich damals Bauarbeiter gesehen bin und auf andere Leute müssen aufschauen, dann habe gesagt, jetzt kommst du unbedingt hierher, oder? Wir müssen die haben, habe ich ihm dann angeladen, ganz niedergeschlagen, weil er hat den Schlüssel nicht gefunden. Und dann hat man dann, obwohl, das war eine neue Wohnung, die ich hatte, obwohl er noch nie dort war, hat man beschreiben, wo der Schlüssel ist und welchem Möbel, obwohl der Raum, die Wohnung nicht, hat es nicht können, hat es nicht kennt, oder? Und dann hat man dann durch das auch mehrfach zu uns stehen, aber durch das eigentlich hauptsächlich Bestätigung geben, dass er schon etwas kann, was andere nicht können. Ja, das ist so die Schlüsselgeschichte, wo ich dann auch so gedacht habe, das ist halt das, was Pablo einfach am meisten beeindruckt hat. Und das ist auch so das Spannende, aber es hat natürlich Schlüssel zu suchen, hat sehr wenig mit meiner Arbeit oder mit Jenseitskontakten oder so zu tun gehabt. Es hat dann einfach zur Folge gehabt, dass immer wieder an Weihnachten mir irgendwelche Menschen geschrieben haben, sie hätten die Geschenke so gut versteckt und sie finden sie nicht mehr. Und dann gedacht haben, ja, da hat nichts Besseres zu tun, als Weihnachtsgeschenke zu suchen, die man versteckt hat oder irgendwie so. Aber das mache ich ja sonst nicht. Einfach für meine Freunde habe also ich das. Also einen Autoschlüssel zu finden in einer Wohnung, die man nicht kennt. Zwar auch nicht. Aufs Telefon. Meine Hauptfähigkeit. Für mich ist sozusagen wie eine Dienst. Das war, oder ist Tanja, die war zur damaligen Zeit eine sehr gute Freundin von mir. Und, ich glaube, jetzt kriege Dienstleistung, er macht genau das Gleiche. Er hilft den Leuten, indem er ihnen Antworten gibt vielleicht. Und das ist eine Dienstleistung für mich. Und hier sagt sie halt einfach so, dass es für sie wie eine Dienstleistung ist, weil der Reporter auch immer so Fragen gestellt hat, ja, kann man dafür Geld verlangen, ist das seriös, glaubt ihr ihm wirklich, ist das seriös so. Und deswegen auch so, dass sie dann so erklärt, hey, es ist einfach eine Dienstleistung, ja, er hilft Menschen und dafür wird er bezahlt, so am Ende. Ich glaube, man muss erlebt haben, dass man es wirklich glaubt. Ja, und ich glaube, das, was sie sagt, ist so am Ende das, was ich auch ganz oft gesagt habe, wenn irgendwelche Kritiker, du musst es einfach entweder selbst erlebt haben, weil sonst kann man es gar nicht darüber beurteilen. Dass Fockenhuber tatsächlich Tote sehen und mit ihnen reden kann, immer und überall, also vermutlich auch hier und jetzt, mitten unter uns, an diesem Samstagabend in Sissach, im Pub. Was kommen eigentlich so für Leute ins Joker? Auch zwischen dir mal einen Toten? Keine Ahnung. Also
Ja, da weiß ich noch, das sieht man auch hier wieder am Lachen. Ich probiere das zu überlachen, aber ich habe schon gespürt, in welche Richtung dass das irgendwie so geht. Es war immer so, ja, gibt es hier jetzt auch irgendwelche. Klar, wenn man jetzt im Pub sitzt und mit jemandem, und jemand erzählt dir vom verstorbenen Vater oder vom verstorbenen Kind, natürlich zieht durch dieses Gespräch, zieht man dann auch die Verstorbenen an. Aber im Normalfall sitzen jetzt da nicht die Verstorbenen rum oder spielen Dart oder irgendwie so. Das sind so komische Vorstellungen. Wenn ich Feuer oben habe, sehe ich keine Toten. Dann haben wir schon ein, zwei Bier. Genau. Und hier, das ist auch so meine Lieblingseinstellung. Da habe ich gar nicht so gemerkt, weil wir haben da Bier getrunken, ja. Und dann haben die dann plötzlich alle Biers da schön vor mir hingestellt, ob schon ich einfach ein Bier getrunken habe, aber am Ende sind dann irgendwie ganz viele Biergläser vor mir gestanden. Das hat mich dann irgendwie bei der Ausschau auch so ein bisschen genervt, weil es wird dann so aussehen, als hätten wir da mega gesoffen. Medialität braucht extrem viel Konzentration. Also das ist wirklich das Wichtigste. Weil man muss sich das so vorstellen, ich muss zuhören, was mir der Klient. Und hier hat er halt einfach gefragt, ob, wenn man jetzt Alkohol getrunken hat, ob das einen Einfluss hat auf Verstorbene. Und ich sage, ich muss zu. Weil dass es eigentlich einfach einen Einfluss hat, weil man sich mega konzentrieren muss. Und die kommunizieren ja auch über Gefühle, über das Gehör und über Bilder. Und es braucht extrem viel Aufmerksamkeit, oder, das Ganze zu verbinden. Und wenn man jetzt sicher ein bisschen angetrunken wäre oder so, wird es sicher schwierig. Und hier erkläre ich halt einfach im Grund, ja, wenn man angetrunken ist, ist natürlich durch das, dass so viele Eindrücke kommen, dass es schwierig wäre. Aber im angetrunkenen Zustand selbst hat man wenn jetzt auch nicht Jenseitskontakte gemacht. Wenn es möglich wäre, sollten wir die Verstorbenen nicht trotzdem gehen lassen? Für immer? Wieso die Pforten zu den Erinnerungen an sie immer wieder aufstoßen? Wurde nicht mit tiefer Weisheit ein Schleier über das Jenseits gezogen? Pascal. Ja, hier wechselt es dann. Also das ist auch etwas, was ganz oft gefragt wird. Ja, darf man die Verstorbenen stören oder stört man die noch? Und man stört die Verstorbenen nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man die, wenn man jetzt einen Jenseitskontakt macht oder irgendwie so, dass man die stört. So, weil die sind ja von selbst immer noch bei uns, weil sie sich für uns interessieren und so weiter. Und was man jetzt hier sieht, ich habe damals, ich war 28, habe schon, ich weiß nicht, ob ich zwei Bücher schon draußen hatte, die Bestseller waren, oder eins, aber ich habe immer noch bei Mama zu Hause gewohnt. Ja, und ja. Pascal Fockenhuber wohnt bei seiner Mutter Esther in Sissach, zusammen mit seiner Hündin Luna. Luna war auch noch da, meine Schwester ist, glaube ich, schon ausgezogen zu der Zeit. Wie erklärt sich Esther Fockenhuber die angeblichen Fähigkeiten ihres Sohnes? Von meiner Mama sieht, sind immer so gewisse Fähigkeiten da gewesen. Es war mehr, dass der Tod angekündigt wurde, ist während der Todesstunde, weniger als mit Verstorbenen geredet hat. Also ich bin mit so Geschichten aufgewachsen. Also hier erzählt halt einfach meine Mutter, dass sie selber mit so Geschichten aufgewachsen ist. Wir haben viel in der Familie Menschen, denen der Tod angekündigt wurde. Ja. Aber allerdings meinen Kindern die Geschichten nie erzählt. Aber für mich sind es Realität gewesen. Aber sie erzählt halt auch so, dass sie eigentlich nie mit uns darüber geredet hat. Aber für sie war es immer Realität. Gar nicht so etwas Spezielles gewesen. Also für sie? Darum war es für meine Mutter jetzt gar nicht so speziell, als ich dann ihr gesagt habe, dass ich Verstorbene wahrnehme. Ist klar. Dass Pascal die Fähigkeiten hat, ja. Dass das nicht irgendein Trick ist. Nein, das ist klar, weil ich weiß, dass er ehrlich und offen ist. Ja, hier fragt der Reporter meine Mutter, ob für sie klar ist, dass das echt ist oder dass das nicht irgendein Trick ist. Und dann sagt meine Mutter, für sie ist das klar. Und eben auch nicht zu viele Kunden annimmt, weil er sagt, es geht meine Energie zurück. Also nicht einfach nur versucht, Geld zu machen, sondern wirklich den Leuten zu helfen. Das ist auch so das, was sie da sagt. Also, dass ich halt schon immer geschaut habe, dass ich nicht zu viele Sitzungen am Tag mache,
weil ich einfach gemerkt habe, dass es extrem kräfteraubend ist. Heute gebe ich aber gar keine Einzelberatung mehr. So, da war ich, glaube ich, so mit 3 oder 4 Jahren. Da kamen so ein paar Kinderfotos. Ob der kleine Pascal wohl mit Verstorbenen redete, während die anderen Knirpse im Sandkasten buddelten? Ja, er hat auch schon gesagt, es sitzt irgendjemand auf der Stege, wo wir nicht gesehen haben. Oder er hat auch schon im Bett erzählt, dass jemand bei ihm zu war. Und ich habe dann manchmal gesagt, ja, hast doch einfach schlafen. Ja, hier erzählt einfach meine Mutter ein paar Geschichten von meiner Kindheit, dass ich eben schon gesagt, hier ist jemand auf der Treppe, den sie nicht gesehen hat, oder ich glaube an meinem Bett. Genau, und da hat dann meine Mutter oft gesagt, nee, das ist nicht so, du träumst einfach, oder du hast schlecht geschlafen. Und habe getröstet, oder ich habe eigentlich, oder eben, wenn wir zum Vater hinter sind im Zug. Also da hat eigentlich meine Mutter noch gar nicht so ernst. Sie hat einfach gedacht, ja, das sind Träume. Und wenn wir zu ihrem Vater, also zu meinem Großvater mit dem Zug gefahren sind. Hat er plötzlich die Phase gehabt, wo niemand hat dürfen. Ja, genau. Da hat sich Zoe, das ist ein Geistführer von mir, der ist immer neben mir gesessen, im Zug und auch in der Schule. Und da durfte sich halt niemand neben mich setzen. So. Und das erzählt sie dann. Weil für mich war Zoe damals so sehr real. Also der war nicht, ich habe zwar schon gewusst, dass den nicht jeder sieht, aber irgendwie der war so real, dass ich den eben auch verteidigt habe, dass da, ja, da durfte halt niemand neben mir sitzen, beziehungsweise der war ja auf Zoe gesessen. Also neben den Hannes sitzen, was manchmal dann sehr peinlich war, weil er allen Leuten erzählt hat, dass sitze ich jemand neben. Ja, und das war meiner Mutter dann halt manchmal sehr peinlich, weil ich dann auch den Menschen, die sich hierher setzen wollte, auch erklärt habe, sie können da nicht, weil da ja schon jemand sitzt. Und ja, das, manchmal habe ich denen auch erklärt, du kannst den vielleicht nicht sehen, aber da ist jemand so. Und das war, ja, ich kann mich an ein paar Zugfahrten erinnern und ich verstehe auch heute, ja, das war schon, glaube ich, nicht immer so einfach für meine Mama. Wer ist denn aber im Kopf? Sein Kollege hat... Hansby hat er damals noch gesagt. Der Hansby ist neben dem zu. Genau, ah ja, stimmt. Das war Hansby auch. Also Hansby war Zoe und Hansby, die waren so in meiner Kinderzeit. Ich wusste jetzt gar nicht mehr. So, ich habe nur noch Zoe stark in Erinnerung, weil auch Zoe heute immer noch bei mir ist. Aber stimmt, es gab noch Hansby. Das war auch für mich einfach wie ein Kollege. Und meine Tochter und ich sind manchmal eben ein bisschen schockiert im Zug, wenn er den Leuten ganz konkret gesagt hat, da haben sitzt niemand, schon sitzt man am Hansby auf der Schoss. Genau, und hier eben, dass meine Schwester und sie manchmal schockiert waren. Hier sind wir in Ittingen, das war damals meine Praxis, ja. Sieht toll aus von außen mit großem Schaufenster. In Wirklichkeit war es eine Gemeinschaftspraxis. Und naja, ich hatte damals, es war alles eben, wie gesagt, am Anfang. Und ich habe angefangen, meine erste Praxis, auch die man dann sieht, das war in der Yoga-Garderobe. Ja? Also ich hatte nicht mal einen eigenen Raum. Es war einfach nur eine Garderobe, die ich gemietet habe bei. Und da war noch jemand, der Yoga gemacht hat. Und ja, jemand, der Massagen gemacht hat. Und ich war in der Garderobe. Es sei wieder einmal Zeit für ein Telefon mit Miriam, sagen Zilternas. Also besuchen Sie Fockenhuber in seiner Praxis in Ittingen bei Sissach. Grüezi Pascal. Hallo. Hi. Was mir jetzt hier eigentlich, man kommt hier, genau, man ist hier reingekommen und hier, wo dieser Vorhang ist, da ist eigentlich die Massagepraxis, ne? Und meine Kunden mussten durch die Massagepraxis durchlaufen. Also muss ich auch immer mit dem Masseur absprechen, dass das ja nicht gleichzeitig war. Und hier war dann eigentlich da geht es dann rein, da ist dann eben mein Raum gewesen. Es war ein Miniraum, 10 Quadratmeter nicht mal. Es war einfach nur eine Garderobe. Ja. Sieht man hier gar nicht. Weil wir haben, das weiß ich noch, die vom Schweizer Fernsehen haben gesagt, naja, wir haben jetzt gedacht, da ist jetzt eine tolle Praxis, weil du bist doch dieser Bestseller-Autor und so. Und jetzt so, und dann haben wir es noch irgendwie so hingestellt, dass ein bisschen besser aussieht. Genau, das ist eigentlich hier, es war so ein Fenster, ich hatte nur einen Holztisch eigentlich,
und drei Holzstühle, hier so ein Tisch und da so ein Engel und ja, da war noch eine Liege für die Heilbehandlung. Und hinter Albin hier sind dann eigentlich die Wände gewesen mit Haken und Bänken darunter, ja, wo so wirklich Garderobe-Style war. Und immer abends habe ich dann meine Sachen so rübergestellt, damit die Yoga-Leute genügend Platz hatten zum sich umziehen. Also. Ich würde es gerne so machen, weil wir haben uns jetzt schon zwei, drei Mal. Aber sieht, genau dieses Gestell hat man dann noch besorgt für die Aufnahmen. Also man sieht hier echt jetzt sehr toll aus für das, was es gewesen ist. So, es ist schade, habe ich keine Fotos mehr von damals. Ich mag sehen, dass ich aber gleich am Anfang probiere, euch ein paar Beweise zu geben. Vielleicht Sachen. Genau, hier sieht man eben dann der Bank, wo die Leute sich hingesetzt haben. Hier erkläre ich eben auch transparent und fair, dass ich sie schon mal gesehen habe, dass ich ihnen aber dennoch wieder am Anfang probiere, Beweise zu geben, das heißt neue Beweise, neue Dinge erzähle, bevor wir dann zum Botschaftenteil kommen. Wo noch nicht dran gekommen sind oder was sich vielleicht in der Zwischenzeit ereignet haben. Einfach so, dass wir beide oder alle drei sicher sind, dass sie wirklich da ist. Okay? Man sieht auch, hier ist wieder Zeit vergangen, man sieht das immer an den Haaren. So. Und hier sieht man jetzt, dass ich probiere, okay, oder Kontakt aufnehme. Was sie mir gerade erzählt, oder was noch recht spannend ist, dass sie erzählt mir über das Weihnachtsfest. Genau, und jetzt kommt es genau, deswegen hat man dann später, also hat der Report auch oder am Anfang Fragen zu Weihnachten gestellt. Weil ich ja sagte, sie erzählt mir über das Weihnachtsfest. Okay, haben die Weihnachten bei euch daheim gefeiert? Ist das richtig? Ja. Und dass sie das eigentlich nicht haben wollen machen zuerst? Also eben, dass sie Weihnachten bei sich zu Hause gefeiert haben, aber eigentlich das nicht machen, okay, wollten. Also nachdem Miriam gestorben ist. Und sie sagt, ich bin so dankbar, dass sie es gleich gemacht haben. Und sie sagt mir, ich bin dort gewesen. Und sie ist dankbar, dass man dennoch gefeiert hat, ob schon sie gestorben ist, weil sie war da. Sie zeigt mir sehr einen langen Tisch, dass auf dieser Längsseite hinter dran die Fensterfront. Und dann hat sie so den Tisch gezeigt und die Fensterfront und so. Und ich probiere halt da zu beweisen, wie es ausgesehen hat bei denen an Weihnachten, weil ja Miriam da war. Also auf einer Längsseite Fenster durchgehen, macht das Sinn? Und sie sagt, ich bin wirklich dort gewesen. Okay. Jetzt soll es also passieren. Und da ist natürlich ziemlich geschnitten, die ganze Session. Nachrichten von Miriam. Sie erzählt mir, dass du irgendwie die letzte Woche, dass es eine Situation gab in deinem Leben, wo du recht dich hast müssen aufregen. Genau, sehe ich hier gerade, da gibt es Leben in zwei Welten. Also da habe ich erst ein Buch veröffentlicht gehabt. Und sage jetzt zu Albin, sie sagt mir gerade, das ist halt so, dass er sich letzte Woche ziemlich aufgeregt hat. Und dass sie das mitbekommen hat. Macht das Sinn? Die letzte oder die vorletzte Woche? Ich habe das Gefühl, wie das irgendetwas im Job nicht okay war. Für den macht es Sinn, nur für ihn nicht, oder? Du erschimpfst dich heim, darum habe ich das Gefühl, stimme nicht, oder? Er schimpft dich heim, für ihn ist das vielleicht schon ja, weil er. Also er konnte es da zuerst nicht verstehen, sie konnte es verstehen. Er hat gesagt, ja, er schimpft ja dann zu Hause, deswegen kann sie es verstehen. Sie gibt mir das Gefühl, wie wenn du Baum recht ausgerufen hättest. Warum nervst du dich über so Kleinigkeiten? Es ist ja gar nichts. Also ich sage, und dass das irgendwie schon wieder geregelt wird. Es hat aber irgendwie weiter das immer im Beruf zu tun. Ja, stimmt schon. Und dass das wieder in Bahnen reinkommt, du sollst dir weniger Druck machen. Sie sagt, du bist nicht der Chef. Also es ist nicht deine Verantwortung, okay? Okay, eben am Anfang konnte er es nicht so ganz verstehen und sie sagt dann einfach so, er soll sich weniger aufregen im Job, weil er sei nicht der Chef, es ist nicht seine Verantwortung. Und da konnte er es dann verstehen, was sie ihm sagen. Okay, macht Sinn. Es ist nicht deine Verantwortung. Und sie sagt, es geht auch darum, das, was du ihr immer gesagt hast, sie soll sich ein bisschen lockerer nehmen oder ein bisschen mit Abstand anschauen, möchte sie dir auch sagen. Das ist ein Satz, den du ihr scheinbar viel gesagt hast.
Und hier sagt halt Miriam ihm oder erklärt mir, dass er damals viel zu ihr gesagt hat, sie soll es probieren locker anzuschauen oder ein bisschen lockerer nehmen, und jetzt gibt sie es ihm quasi so wie zurück. So, und das ist immer so ein Beweis, auch so, wenn man dann so Dinge sagt, hey, das über das und das habt ihr geredet. Und natürlich will Miriam ihm auch in der Situation einfach auch unterstützen. Also das schau es mal von außen an, nimm es mal ein bisschen locker, und sie möchte sagen, mach du das jetzt. Also da eben, er soll es von außen anschauen, er soll es lockerer nehmen. So. Bitte auch. Also das ist ihr noch das ganz ist wichtig. Okay. Vorne ist mir noch das Bild gekommen, das habe ich nicht ganz verstanden. Hat sie am Bein, ist bei ihr ein Bein kürzer gewesen oder irgendein wie? Krumm. Krumm gewesen, ah, okay. Weil man hat ja vorher viele Bilder von Miriam gesehen, also in der Dokumentation, aber ich habe bis zu dem Zeitpunkt, bis die Dokumentation ausgestrahlt wurde, nie ein Bild oder irgendwas von Miriam gesehen. Und da habe ich eben immer so das Gefühl gehabt, dass irgendwas mit dem Bein kürzer oder irgendwas mit dem Bein nicht stimmt, und dann hat dann die Mutter gesagt, dass das Bein krumm war. Beim Unterschenkel, wir sind mit der links. Und dass es beim Unterschenkel links war, wo einfach diese, ja, wo das Bein krumm war. Und das kann sie alles verstehen. Sie haben eben noch gezeigt, dass dort etwas Spezielles war und dass durch das aber wie eine Verkürzung gegeben hat. Und dass es eben dadurch eine Verkürzung gab, und das kann sie auch verstehen. Aber sie haben sonst noch nie gezeigt. Was spannend ist, dass sie mir immer eigentlich gezeigt hat, dass sie körperlich jetzt sehr fit ist. Oder? Trauerarbeit bei. Genau, und das ist etwas, was mega spannend war, weil hier in dieser dritten Sitzung oder zweiten, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe gemeint, es seien zwei vorher gewesen, hat sie das erste Mal mir auch gezeigt, dass es eben körperliche Probleme gab. Das hätte mir vorher nur so weit gezeigt, dass ich das wie weitergeben kann, aber es nie groß darauf eingegangen, weil die Verstorbenen auch ganz oft, gerade Jugendliche und Kinder, eigentlich auch immer wieder auch dann zeigen, zum Beispiel, wenn jemand nicht gehen konnte, auch immer wieder aber so bewusst dann sagen, hey, aber jetzt kann ich gehen. Also, dass körperlich alles intakt ist, obschon die natürlich in der geistigen Welt keinen Körper mehr haben. Aber auch so das Wichtige ist für die immer, dass die Eltern, die auch wissen, okay, der Schmerz, das Leid, was vielleicht hier auf der Erde ist, das nehmen wir nicht mit in die geistige Welt. Das ist ganz wichtig. Aber egal wie schlecht, ob es psychisch, körperlich oder wie auch immer ist, dieses Leid, diesen Schmerz nehmen wir nie mit in die geistige Welt. Beim Psychologen kam für Ziltanas nicht in Frage. Eine Selbsthilfegruppe schon eher. Diese erübrige sich nun aber. Dank Fockenhuber. Aber die Veränderung, die ich jetzt sehr stark wahrnehme, ist auch so ein bisschen die Freude, weil sie wirklich mir eben auch zeigt, dass es euch auch viel besser geht. Also dass wirklich dort, wo wir letztes Mal gesehen haben, dass vor allem du noch mal einen rechten Schritt hast können machen. Und das ist so eine, das sagt sie so, das freut mich so, wenn sie bekommt hat. Hier erzählt sie halt auch so eben, dass die Eltern seit der letzten Sitzung einen großen Schritt machen konnte, mehr wieder Freude ins Leben lassen, und dass sie, also dass Miriam das aus der geistigen Welt sehr freut, dass sie eben diese Fortschritte sieht und eben auch sieht, dass sich die Eltern wieder mehr am Leben erfreuen. Die Trauer gleich auch mit über. Und macht sie natürlich auch traurig, weil sie nicht wirklich direkt kann helfen oder darauf eingreifen kann. Haben Sie mal irgendeine Frage? Nein, ich meine jetzt. Gut, ich kann reden. Ja. Ja, ich denke mir schon. Okay. Jetzt kommt ja die Phase mit so einer längeren Zeit, was sie immer gesagt haben, nach einem Jahr wird es dann ringen, oder? Ja. Wie kann man es jetzt dann langsam so vorstellen, dass es ein bisschen ringen geht? Ja. Und jetzt noch ein Punkt. Das ist das 20. Januar. Ja. Du bist ins Spital gegangen, oder? Ja. Nein, von dem habe ich aber. Aber ich denke, das ist genau das Gleiche wie. Genau, was hier, das wusste ich gar nicht mehr, dass da Miriam noch kein Jahr in der geistigen Welt war. Und dass sie sich auch große Sorgen gemacht haben, jetzt, wenn sich das Ganze dann jährt. Ja, wie bei der Weihnachten, oder? Ich würde einfach schauen, dass er nicht zu fest darauf fixieren, sondern einfach sagen, dass es wahrscheinlich auch denen besser geht. Nein, das ist gut. Was passiert Ihnen, wenn Sie da sind und also wirklich das Gefühl haben, dass der Herr Wockenhuber jetzt mit Ihrer... Und hier fragt halt der Reporter, was mit Ihnen passiert und wie Sie sich fühlen. ...Tochter redet.
Ja, es ist für uns ein komisches Gefühl. Und das, was sie gesagt hat, eben vom Geschäftlichen her, das stimmt. Oder? Mir ist einfach wohl. Und ich habe das Gefühl, eben, dass sie da ist, auch. Aber dass sie wirklich halt eine Bestätigung, dass sie weiterhin in unserem Leben teilnimmt. Das ist der Punkt, der mir einfach in dem Moment gut tut. Hey, sie ist da, auch wenn ich es nicht merke. Und er zeigt uns, dass sie wirklich auch in unserem Leben teilnimmt. Und eben durch das, dass ich auch manchmal von Verstorbenen in Sitzungen immer wieder auch Dinge erzählt habe, was nach dem Tod passiert ist, oder das erzählt sie jetzt gerade so, dass ihr das wie auch gezeigt hat, dass doch die verstorbene Tochter an ihrem Leben noch teilnimmt und dass das auch heilsam ist. Ich weiß nicht, dass wir jetzt halt teilnehmen können, aber sie kann bei uns teilnehmen und das, was sie interessiert, mitnehmen. Das tut schon gut. Doch nicht allein sein, oder? Ist das wichtig für Sie, dass Sie das Gefühl haben, sie ist noch oben? Ja, sehr, ja. Ich war sie auf Miriam fixiert, also vorher schon, aber die... Ja, ob es für Sie wichtig ist, dass sie das Gefühl hat, dass die Tochter immer noch da ist, und da sagt sie, ja, weil sie war 7 Jahre auf die Tochter fixiert und das für sie wichtig ist. Sie ist ein Teil von mir weggegangen und ich bin mich nicht gewöhnt, ohne sie zu leben. Und das ist eigentlich schon ein Punkt, der mir jetzt hilft. Ich weiss, sie ist da, ich bin zwar jetzt allein da, ich muss es allein machen, alles, aber sie ist um, ich bin doch nicht ganz... Also es ist nicht ganz weg, oder? Der Teil von mir ist immer noch da. Auch wenn wir ihn jetzt nicht müssen, das ist wichtig. Ja. Die Toten und die Lebenden, angeblich so nahe beieinander, aber ohne Möglichkeiten zur Verständigung. Mit anderen Worten, ein riesiger Markt für mediale Dienste, die bei Fockenhuber 160 Franken pro Stunde kosten. Ja, das ist mein Kinderzimmer. So bei meiner Mutter zu Hause, ja, so habe ich ja auch mit 28 noch, weil auch wenn da die Zeitung und alle manchmal schon geschrieben und behauptet haben, ja, dass ich steinreich bin, weil ich ja so viel Geld mache, die Wahrheit war, ich habe bei meiner Mutter im Kinderzimmer gelebt, nicht nur, weil ich meine Mutter mega cool finde und weil wir es gut hatten, sondern auch, weil einfach das Geld noch gefehlt hat, ob schon ich schon mega Bestseller hatte. Hier sieht man auch noch, ich habe früher lang Kampfsport gemacht, noch ein paar Kampfsportmedaillen, und sonst war ich damals noch ein bisschen, ja, ich war noch ein bisschen esoterischer unterwegs. Damit liegt er irgendwo zwischen den Tarifen eines Psychologen und denen eines Psychiaters. Also, dass die Leute das Gefühl haben, so Scharlatanen oder so, das ist klar, und das gibt es immer, aber es ist lustig, wie es auch zu mir noch nie einer kommt und hat das Gefühl gehabt, hey, du bist jetzt ein Scharlatan, oder ich habe es auch noch nie gehört, vielleicht erzählt. Sie haben noch ein paar weniger Tätowierungen wie heute, da sieht man einfach, wie viel Zeit vergangen ist. Also diese, das war meine allererste, und da sind da ganz viele Tätowierungen noch dazugekommen. Ja, wie irgendjemand in der Tour, ich sage ein Scharlatan. So, heute ein bisschen mehr. Man muss es einfach ein bisschen realistisch sehen. Ich denke, man findet immer Leute, wenn man viele Sitzungen gibt, also wenn man jetzt irgendwie 1000 Leute von mir befragen würde, findet man sicher ein paar, die unzufrieden sind. Ja, und hier sage ich halt auch, also am Medium oder am Geistheiler wird ja immer sofort, wenn irgendjemand nicht zu verdienen ist, gesagt, ja, Scharlatan, Scharlatan. Und es geht halt einfach auch so ein bisschen darum, was, wenn jemand beim Arzt oder beim Anwalt ist und so und der nicht helfen konnte, dann rennt man auch nicht immer gerade rum und sagt, Scharlatan, Scharlatan. Aber beim Medium oder beim Geistheiler, wenn der nicht hilft, heißt immer sofort Scharlatan, Abzocker und so. Und ja, das ist natürlich auch etwas, wo man immer wieder damit konfrontiert wird. Aber ich glaube, der Unterschied ist eben auch ein bisschen, bei unserer Berufssparte, wenn man jetzt als Medium schafft oder als Heiler schafft, wenn wir einen Fehler machen oder vielleicht mal nicht so einen guten Tag haben oder jemandem nicht helfen können, sind wir sofort Scharlatanen. Aber wenn zum Beispiel ein Arzt oder ein Rechtsanwalt oder irgendetwas einen Fall nicht positiv abschließen kann oder einem Patienten nicht helfen kann, ist er nie ein Scharlatan. Zurück in Schübelbach im Kanton Schwyz. Zurück bei Zilternas. Zurück am langen Tisch vor der Fensterfront Dorf. Ja, das, in der Sitzung ging es ja um diese lange Fensterfront und diesen langen Tisch. Finde ich auch schön, dass Sie das dann in der Doku aufgelöst haben. Weil das... ja, das ist auch für mich dann spannend gewesen, einfach weil diese Bilder sind alle dann nach der Sitzung entstanden. Und dort, wo Weihnachten gefeiert wurde, das erste Mal ohne Miriam, aber irgendwie doch mit ihr, laut Fockenhuber.
Was sagen die Leute, die das Gefühl haben, das sei doch alles ein Humbug, irgendein fauler Zauber, ein Schwindel? Ja, da kann ich eigentlich nicht viel dagegen haben. Im Prinzip muss man so etwas selber erlebt haben. Also im Prinzip selber mal die Hölle durchschritten haben. Und man muss einen Weg suchen und den Weg überkommt. Und damit also hier fragt eben auch der Reporter, was sagen Sie Leute, die sagen, Falkenhuber ist ein Scharlatan oder irgendwie so. Das sind auch sagen, ja, da kann er nicht viel dagegen sagen, sondern man muss es selber erlebt haben, man muss selber durch die Hölle gegangen haben und dann eben einen Jenseitskontakt bekommen haben, dass man das versteht. Ich erstaune feststellt, dass da wirklich etwas abgeht. Also ich habe eine Weile dann beim Herrn Falkenhuber auch das Maul nicht mehr zugebracht. Also ich habe da echt gestaunt, was da abgegangen ist in dem Sinn. Weil er eben Sachen können sagen, die man niemals hätte können wissen. Ich wüsste nicht, woher. Ja, und hier sagt er halt einfach eben, dass er immer Phasen gab, wo er den Mund nicht mehr zu bekam, weil ich ihm Sachen sagen konnte, die ich unmöglich wissen konnte und so weiter. Man darf natürlich auch nicht eben vergessen, dass es da vorher eben schon Sitzungen gab. Und dass die natürlich sehr tief und sehr berührend waren und auch nicht durch die Kameras und alles gestört wurden, wie die Sitzung, die man dann sah. Also es ist ja auch immer, da sind ja immer noch vier andere Leute zusätzlich immer noch oder damals bei den Dreharbeiten im Raum gewesen. Das sorgt natürlich auch für Unruhe und Störungen. Woher? Und wenn man sagt, was ist also schon irgendetwas? Und viele verstehen das natürlich nicht, das ist ganz klar. Man muss es wirklich selber erlebt haben und so eine Trauer selber müssen verarbeiten. So endet diese Geschichte, wie sie angefangen hat. Nämlich mit der uralten Frage, was erwartet uns nach dem Tod? Ich habe keine Antwort gefunden, Ziltanas schon. Eine Antwort, geboren aus den Wünschen und Hoffnungen trauernder Eltern? Oder sind es die Augen der Leidenden, die am offensten sind für die Wahrheit? Genau, so ist das Ende. Simon hat der Reporter geheißen. Ja, was ich schade fand beim Schluss, so eben, dass er sagt, er hätte keine Antwort gefunden. Ich verstehe es natürlich auch eben, diese ganzen Dokumentationen und ich habe ja nachdem noch viel Fernsehen gemacht und für Fernsehen muss man halt einfach wissen, da die schauen schon immer, dass man nicht zu gut wegkommt, auch wenn man zum Beispiel sehr überzeugend gearbeitet hat oder so, dass dann das so geschnitten wird, dass es nicht mehr ganz so überzeugend ist und so. Aber hier hat es mich doch sehr genervt, weil doch eben die halbe Familie bei mir in der Beratung war und in Sitzungen war und da auch sehr doch klare Beweise und Facts gefallen sind, die auch ziemlich schockierend auch zum Teil waren. So, ich gehe jetzt da nicht ins Detail rein. Und da fand ich dann diesen Zwischensatz einmal, wo ich schon geschnitten habe oder kurz gestoppt habe und das Ende, fand ich dann einfach nicht ganz fair. Gerade weil ich ja damals eben noch nicht so viel Fernseherfahrung hatte. Heute weiß ich einfach, so sind Dokus. Ich mache heute auch nicht mehr so viel. Aber ist eine spannende Geschichte. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit mir zusammen mal so 15 Jahre zurückzugehen. Schreibt mir doch unten unbedingt in die Kommentare, wenn euch das Spaß gemacht hat, ob ihr so Reaction cool findet, ob ich vielleicht mal auf ein ganz anderes Video noch reagieren soll. Dann kannst du das auch gerne hier unten kommentieren und schreiben. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend oder was auch immer gerade für Zeit bei dir ist und genieße es.